Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke für ein hessisches Gesetz für ein kostenbeitragsfreies Mittagessen in ganztägig arbeitenden Schulen. Und dazu hat sich die Abgeordnete Kula von der Fraktion Die Linke zu Wort gemeldet. Ich glaube, ich muss bald auch hohe Schuhe anziehen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir als LINKE im Hessischen Landtag haben einen Gesetzentwurf für ein kostenloses Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler an ganztägig arbeitenden Schulen eingebracht. Eine solche Maßnahme wäre ein Meilenstein für den Ganztagsschulausbau in Hessen, der der Landesregierung ja wichtig ist, wie wir gerade gehört haben, und ein Bekenntnis der Landesregierung zu einer modernen und sozialen Schulpolitik. Eigene Ambitionen und Visionen bleibt uns das Kultusministerium aber seit Jahren ja schuldig. Die Opposition im Hessischen Landtag muss hier vielmehr die Reformvorschläge machen, damit sie sich überhaupt etwas in Bewegung setzt in der hessischen Bildungspolitik. Unser Gesetzentwurf sieht nun also vor, dass künftig alle Schülerinnen und Schüler in Hessen an ganztägig arbeitenden Schulen ein kostenbeitragsfreies Mittagessen vom Land Hessen gestellt bekommen. Zum Schuljahresbeginn wurden bereits alle Kinder aus Bedarfsgemeinschaften durch das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung vom Eigenanteil beim Mittagessen befreit. In Berlin hat die rot-rot-grüne Landesregierung beschlossen, allen Grundschulkindern in ganztägig arbeitenden Schulen den Eigenanteil am Mittagessen zu erstatten. Wir verstehen ein kostenloses und hochqualitatives Mittagessen in der Schule nicht nur als sozialpolitische Maßnahme, welche es zweifelsohne auch ist. Schließlich können oder wollen sich einige Eltern den Eigenanteil schlichtweg nicht leisten, oder er belastet das oft schon geringe Familienbudget erheblich. Darüber hinaus verstehen wir die Übernahme der Kosten für das Mittagessen durch das Land aber vor allen Dingen als bildungspolitische Maßnahme, welche Teil eines gesamtheitlichen Ganztagsschulkonzeptes sein sollte. Deswegen fordern wir auch die Übernahme des gesamten Beitrags durch das Land Hessen und nicht nur des Eigenanteils der Eltern. Schließlich legen aktuell auch Schulträger beim Mittagessen drauf. Wir verstehen ein kostenfreies Mittagessen an ganztägig arbeitenden Schulen vor allem deshalb als bildungspolitische Maßnahme, da es einen erheblichen pädagogischen Nutzen aufweist. Bei Kindern und Jugendlichen ist eine ausgewogene, regelmäßige und gesunde Ernährung für die körperliche und geistige Entwicklung besonders wichtig. Die Schule ist mittlerweile ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche den Großteil ihres Tages verbringen. Dort treffen sie auch Freunde, nehmen Mahlzeiten zu sich oder treiben Sport. Nachgewiesenermaßen unterstützt eine hochwertige und unentgeltliche Verpflegung den Lernerfolg sowie die Konzentration und trägt zur Verringerung sozial bedingter Bildungsunterschiede bei. Mittlerweile gehen 20 bis 30% aller Jugendlichen durchschnittlich ohne ein Frühstück aus dem Haus, was für sie erhebliche Nachteile bei schulischen Leistungen bedeuten kann. Das Essensangebot an hessischen Schulen muss deswegen alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen erreichen. Sie dürfen aber nicht zu Bittstellern gemacht werden, damit sie die Möglichkeit bekommen, sich vom Eigenanteil der Eltern befreien zu lassen. Diese Praxis des Bildungs- und Teilhabepaketes stigmatisiert und errichtet unnötige bürokratische Hürden. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass nur rund 30% der Kinder aus Bedarfsgemeinschaften das vom Bund bezuschusste und jetzt bald kostenfreie Mittagessen in Anspruch genommen haben. Das sind beschämende Zahlen. Deswegen muss flächendeckend und für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig der finanziellen Lage oder der Herkunft der Eltern ein umfassendes und kostenfreies Verpflegungsangebot für den Mittag angeboten werden. Studien aus europäischen Ländern, in denen ein kostenfreies Mittagessen schon länger zum pädagogischen Konzept gehört, zeigen, dass die Beteiligung an einem gemeinsamen Mittagessen aber nur dann gelingen kann, wenn die Schülerinnen und Schüler an der Umsetzung, der Angebotsauswahl und der Gestaltung der räumlichen Essensumgebung beteiligt werden. Ein gemeinsames Erleben einer gesunden und ausgewogenen Verpflegung unterstützt nachweislich eine gesundhaltende Ernährungsweise, besonders dann, wenn sie praxisorientiert in den Schulalltag eingebunden wird. In Ländern, die besonders hohe Bildungserfolge aufweisen, wie Finnland und Schweden, wird allen Kindern ein kostenfreies Mittagessen mit hohen Qualitätsstandards zur Verfügung gestellt und mit einer umfassenden Ernährungsbildung verknüpft. Zu den zentralen Bedingungen des Schulsystems zählt beispielsweise in Finnland,
Das grundlegende Ziel, die Bildungsmöglichkeiten für alle Bürger, unabhängig von Alter, Wohnort, wirtschaftlicher Situation, Geschlecht oder Muttersprache, zu gewährleisten. Der Unterricht ist kostenlos, ebenso ein warmes Mittagessen, Unterrichtsmaterial, Schulbücher für den Vorschulunterricht, die sogenannte Lernmittelfreiheit, die wir ja eigentlich auch haben. Es ist dort ein fester Bestandteil eines pädagogischen Ganztagsschulkonzepts, welches Schule nicht nur als Ort des Lernens, sondern ganzheitlich als Bildungs- und Lebensraum versteht und somit als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge zu verstehen ist. Alle Erfahrungen zeigen, dass ein kostenfreies Mittagessen einen erheblichen pädagogischen Nutzen hat. Es fördert die Einübung sozialer Kompetenzen sowie die Kommunikationsfähigkeit junger Menschen. Was die Organisation des Mittagessens angeht, ist Schweden als Vorreiter zu nennen. Partizipation in der Organisation des Schulessens wird von schwedischen Gemeinden vorgeschrieben. So hat z.B. die Gemeinde Stockholm die Mitbestimmung in ihren Leitlinien für die Schulverpflegung verankert. In der Leistungsbeschreibung für Schulcaterer ist verankert, dass der Dienstleister viermal im Jahr einen Essensbeirat einrufen muss, außer ihm zusammengesetzt aus Schülern, Eltern und Schulverantwortlichen, Herr Boddenberg. Hier werden Probleme und Veränderungswünsche besprochen, und der Caterer ist verpflichtet, Beschlüsse des Essensbeirats umzusetzen. Ein zentraler Punkt, der in Hessen gemeinsam mit den Schulträgern aber geklärt werden muss, und das ist uns durchaus bewusst, ist die Frage nach zusätzlichen Investitionen in Infrastruktur und Gebäuden an den Schulen. Seit Jahren fordern wir als LINKE im Hessischen Landtag eine Bedarfsanalyse für den Investitionsstau an hessischen Schulen. Diese wird uns aber seit jeher verweigert, weswegen wir leider keine konkreten Zahlen haben, wie hoch die potenziellen Investitionskosten und der Umstrukturierungsaufwand denn wirklich wären. Allerdings müssen ja jetzt schon ganztägig arbeitende Schulen geeignete Räume für Cafeterias und Mensen aufweisen. Fest steht für uns, ein solches Gesetz könnte nur gemeinsam mit den Schulträgern, den Schulen und allen Interessensvertretungen erfolgreich umgesetzt werden. Neu entstehende Investitionskosten müssen dann z.B. im Rahmen des KIP II durch das Land übernommen werden. Falls durch die potenziell steigenden Teilnehmerzahlen am Mittagessen neuer Raum geschaffen werden müsste, wäre das allerdings ja nur ein weiteres klares Zeichen dafür, wie notwendig die Umsetzung eines unentgeltlichen Mittagessens war, da der Bedarf ja scheinbar deutlich höher ist als die Teilnahme vorher. Und ja, sehr geehrte Damen und Herren, diese Maßnahme kostet viel Geld. Allerdings sollte sich die Landesregierung klarmachen, dass eine fortschrittliche und emanzipatorische Bildungspolitik, die in anderen Ländern große Erfolge erzielt hat, nicht zum Nulltarif zu haben sein wird. Eine solche Maßnahme, wie wir sie hier fordern, kommt der Mehrheit der Menschen in Hessen zugute und wäre ein Beitrag zu einer längst überfälligen Umverteilung hin zur Allgemeinheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Kuhler. Als nächstes hat sich der Abgeordnete May von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, allen Kindern und Jugendlichen an Hessens Schulen ein Mittagessen kostenfrei zu gewähren, ist im Grundsatz erstmal ein ehrenwertes und anstrebenswertes Ziel. Wer wollte sich dem nicht gern anschließen? Die Frage kann ernsthaft diskutiert werden. Es wird auch von einigen Akteuren der Bildungspolitik mit Ernsthaftigkeit getan. Aber diese Ernsthaftigkeit vermissen wir beim Gesetzentwurf der Linkspartei. Die antragstellende Fraktion gibt an, die Durchführung ihres Gesetzentwurfs koste 350 Millionen € pro Jahr. Der Haken an der Geschichte ist offensichtlich. Die Antragsteller haben keinen Hinweis gegeben, wie das zu verwirklichen ist. Sie haben keine Idee, wie das finanziert werden soll. Um sich zu überlegen, was das an finanziellen Mitteln im Haushalt bedeutet, wir müssten beispielsweise die Universität Kassel schließen, 1.000 Lehrerstellen abbauen oder andere Gegenfinanzierungsmaßnahmen, also noch mehr Lehrer entlassen oder den akademischen Mittelbau zusammenstreichen oder Stellen in der Schulsozialarbeit wegfallen lassen oder das Sozialbudget auf Null kürzen oder. Für diese Maßnahme wäre ein großer Kahlschlag im Haushalt nötig. Von der antragstellenden Fraktion ist außer Acht gelassen worden, dass für die, Bedürftige durchaus im Bildungs- und Teilhabepaket die Möglichkeit besteht,
das Mittagessen erstattet zu bekommen. Das unterscheidet im Übrigen auch das Land Hessen von einem Stadtstaat wie Berlin, wo eben die Zuständigkeit da zusammenfällt, während wir hier an dieser Stelle quasi eine Landeszuständigkeit schaffen würden, ohne dass eine Entlastung für den Landeshaushalt stattfinden würde. Die Forderung der Linkspartei ist also nicht nur nicht finanziert, sie ist auch undifferenziert. Und von daher glaube ich, dass es nicht um die Frage des Mittagessens an Schulen an sich geht, sondern dass dahinter das übliche Linksparteirezept steckt. Allen wird alles versprochen, denn schließlich hat man nicht vor, Verantwortung zu übernehmen. Daher verschwendet die Linkspartei auch keinen Gedanken daran, wie ihre Forderung nur ansatzweise verwirklicht werden könnte. Und ich finde, dieses Verhalten ist nicht nur Unvermögen, es ist nicht Unvermögen, es ist nicht Nachlässigkeit geschuldet. Ich finde, dieses Vorgehen ist perfide. Es ist dazu geeignet und zielt darauf, das Vertrauen in unsere Demokratie zu unterhöhlen, da diejenigen, welche auf die Endlichkeit der Mittel hinweisen, diskreditiert werden. Da wird so getan, wieso bewegt ihr euch nicht einfach mal, obwohl Sie keinen Hinweis dafür geben, wie das finanziert werden soll. Ich verweise noch einmal auf die Größenordnung. Eine Universität müssten wir einsparen, 1.000 Lehrerinnen und Lehrer müssen einsparen, und Sie stellen sich ja hin und tun so, als ob man das mal ebenso aus dem Ärmel schütteln könnte. Und es ist ja nicht nur im Bereich der Schule der Fall, sondern von der Linkspartei werden in jedem Politikbereich die größtmöglichen Forderungen erhoben, die, wenn sie verwirklicht würden, den Staat in kürzester Zeit in Bankrott führen würden. Der heutige Gesetzentwurf ist ein weiterer Baustein in dieser Politik. Ein an sich ehrenwertes Ziel wird durch die Masche der Linkspartei missbraucht. Der Antrag heute ist so plump, dass die fehlende Ernsthaftigkeit und die wahren Ziele der Linkspartei, nämlich die Täuschung der Wählerinnen und Wähler zum Ziel der Aushöhlung des Vertrauens in die politischen Entscheidungsprozesse, offenbar werden. Ich finde, diese politische arglistige Täuschung ist unverantwortlich, da er mit dem wichtigsten Gut der Demokratie unverantwortlich umgeht, nämlich dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die politischen Entscheidungsprozesse. Vielen Dank, Herr Abgeordneter May. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Ravensburg von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte... Kleinen Moment, Moment. Ich wollte mal Ruhe bitten, damit Sie auch die volle Aufmerksamkeit des Hauses... Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ein Mittagessenangebot für alle Schülerinnen und Schüler, die am Ganztag teilnehmen, das ist für uns, meine Fraktion, von Anfang an selbstverständlich gewesen. Und der Zugang... alle Kinder auch möglich sein. Das sehen wir auch so. Doch auf welchem Weg wir Eltern unterstützen sollten, darüber sind wir hier unterschiedlicher Auffassung. In Hessen haben wir in der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen verankert, dass für alle Kinder, alle Schülerinnen und Schüler, die den ganzen Tag in der Schule verbringen, ein Mittagessen angeboten werden muss. Und so übernehmen die Schulträger, mit denen ist das vereinbart, gemeinsam mit den Schulen selbst die Organisation des Mittagstischs. Die Schulträger sorgen für den Bau von Kantinen, das Personal, die Ausstattung und das Angebot eines warmen und ausgewogenen Mittagessens. Aber auch das Land ist im Boot, denn das Land fördert den Ausbau der Ganztagsangebote, auch die Investitionen gemeinsam mit dem Bund, der damals das große Programm aufgelegt hat. Und es war auch schon immer unser Ziel, dass kein Kind vom Mittagessenangebot ausgeschlossen werden soll. Und deshalb will ich noch einmal, vielleicht waren der ein oder andere Kollege auch hier noch gar nicht im Landtag, an den Mittagessenfonds erinnern. Schon zum Start des Ganztagsschulausbauprogramms in Hessen hat sich die CDU-geführte Landesregierung um die Kinder nämlich gekümmert, deren Eltern sich ein Mittagessen nicht leisten konnten. Ab 2008 standen 5 Millionen Euro
über die Karl-Kübel-Stiftung für ein Mittagessen-Fonds in Hessen zur Verfügung. Die Schulen konnten diese Gelder für bedürftige Kinder unbürokratisch und sehr zügig abrufen. Und dieser Fonds wurde damals sehr von den Schulen gelobt und auch begrüßt. Dieser Fonds wurde dann durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes abgelöst. Und der beinhaltete allerdings das Konzept, den 1 Euro als Eigeneinteil zu bringen. Das hatte damals gute Gründe, aber hat von Anfang an in den Schulsekretariaten zu viel Bürokratie und Aufwand geführt. Und leider musste man auch feststellen, Frau Kula, das haben Sie auch gesagt, dass es Eltern gibt, die aus verschiedensten Gründen das Mittagessengeld nicht aufbringen. Entweder sind dann Fördervereine oder Sponsoren eingesprungen, oder Kinder wurden ausgeschlossen. Und deshalb begrüßen wir außerordentlich, dass die Große Koalition in Berlin mit dem Starke-Familien-Gesetz seit 1.8. dieses Jahres wichtige Verbesserungen auch für die Mittagsessensförderung auf den Weg gebracht hat. Erstens wurde die Gruppe der Antragsberechtigten für das Bildungs- und Teilhabepaket erweitert. Und zudem entfällt der 1 Euro Eigenanteil der Eltern. Damit steht jetzt ein kostenloses Mittagessen für alle bedürftigen Kinder in der Kita und in der Schule in ganz Deutschland zur Verfügung. Problem gelöst. Doch entweder hat DIE LINKE hier das im Landtag nicht mitbekommen, so habe ich das auch bei ihr aus ihrer Rede entnommen, denn Sie haben immer noch vom Kinderzuschlag gesprochen, vom Elternzuschlag, oder Sie suchen heute Themen, um Ihr Profil zu schärfen. Und Herr May hat eben gesagt, ein plumper Versuch, der schnell misslungen ist, das kann ich nur bestätigen. Denn ich will hier betonen, an diesem Gesetzentwurf der LINKEN erkennt man schnell, was uns grundlegend von Ihnen unterscheidet. Die CDU steht zur sozialen Marktwirtschaft. Wir halten es für richtig, dass der Staat nur dort eingreifen soll, wo Bürgerinnen und Bürger unsere Unterstützung benötigen, weil sie es aus eigener Kraft nicht schaffen. DIE LINKE aber will, dass der Staat alles regelt, völlig unabhängig davon, ob die Bürgerinnen überhaupt bedürftig sind. Und wenn man das einmal zum Näheren betrachtet, dann sieht man, das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert die Armen, und deshalb brauchen wir ihr Gesetz nicht. Und das heißt eigentlich im Umkehrschluss, Sie bringen heute ein Gesetz nicht für die Bedürftigen an, sondern das ja erledigt, sondern Sie sorgen dafür, dass auch Gutverdiener in Hessen bald ein kostenloses Mittagessen für ihre Kinder bekommen. Das, finde ich, hat doch nun wirklich ein sehr eigenartiges Geschmäckle linker Politik hier in Hessen. Und dann schaue ich natürlich auch noch einmal gerne nach Berlin, dem Musterländle der LINKEN. Im Land Berlin wurde zu diesem Schuljahr, Sie haben es gesagt, ein kostenfreies Mittagessen für die Klassen 1 bis 6, nicht für alle, eingeführt. Ein Bundesland, das oft im Chaos versinkt, das keinen Flughafen bauen kann, wo tausende Schulplätze fehlen. Und da soll das kostenlose Mittagessen für alle klappen? Ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu hinzufügen. Sondern ich will meine Redezeit, die mir verbleibt, noch nutzen, um darauf hinzuweisen, dass gesunde Ernährung für die Kinder auch über die Mittagsessensversorgung hinaus für uns ein Schwerpunkt in der Schulpolitik ist. Gesundes Essen in der Schule und nachmittags Hamburger, das kann nämlich nicht sein, das passt nicht zusammen. Deshalb wollen wir die Ernährungskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler fördern. Und ich will hier drei Beispielprojekte nennen. Die Landfrauen in Hessen wissen nämlich, wie es geht. Beim Projekt Ernährungsführerschein führen sie sehr engagiert die Grundschüler an die Zubereitung von gesundem Essen wie Salaten oder leckeren Speisen heran. Und wir tun noch mehr. Im Landesprogramm Schule und Gesundheit hat das Teilprojekt Ernährung und Konsum eine große Bedeutung. Viele hessische Grundschulen sind bereits zertifiziert und führen ihre Schülerinnen und Schüler an gesundes Essen heran. Und darüber hinaus haben wir ein Projekt Bauernhof als Klassenzimmer. Ich finde das ein ganz tolles Projekt, denn
Hier können Schülerinnen und Schüler erfahren, woher die Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt werden. Ein Mittagessen für alle, meine Damen und Herren, die Verbesserung der Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln und das Wissen, woher sie kommen, gehören genauso wie die Verbesserung der Kenntnisse über eine gesunde Ernährung zum Schwerpunkt unserer Schulpolitik. Und das werden wir in den Gesetzesberatungen gern auch mit Ihnen noch einmal vertiefen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Bromley von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Laut einer Studie zur Chancengerechtigkeit für Grundschulkinder gehen etwa 300.000 Grundschüler, das entspricht rund 10%, täglich ohne Frühstück zur Schule. 11% der Grundschulkinder bereiten das Frühstück selbst zu und 9% der Kinder essen allein in der Früh. Ein zweiter Befund ist, dass etwa 57% der Eltern Probleme sehen, ihre Kinder gesund und ausgewogen zu ernähren. Selbstverständlich sind in diesem Punkt die Eltern gefragt, die ihren Erziehungs- und Aufsichtspflichten nachkommen müssen. Ein diesbezügliches Versagen ist auf die unterschiedlichsten Gründe zurückzuführen, und es wäre vermessen, hier pauschal Urteile zu fällen. Den Nachteil haben auf jeden Fall die Kinder, und daher ist es umso wichtiger, dass Schülerinnen und Schüler gerade im Grundschulalter die Möglichkeit haben, eine qualitativ hochwertige Verpflegung einzunehmen. Gemäß den aktuellen Zahlen aus dem Hessischen Kultusministerium nehmen derzeit 300.000 Schülerinnen und Schüler an einem Ganztagsangebot teil. Diese Schülerinnen und Schüler haben somit auch ein Anrecht auf ein Mittagessen, welches in der Schule bereitgestellt werden muss. Unklar ist, wie viele der Kinder davon Gebrauch machen und tatsächlich in den Schulen essen. Dies belegen auch Daten des Bundeskongresses Schulverpflegung, der eine Erhebung über die Inanspruchnahme des Angebotes seitens der Kinder und Jugendlichen und die Verwirklichung der qualitativen Ansprüche Ende 2018 gemacht hat. Und noch weniger ist bekannt, welche Qualität das Mittagessen hat und inwieweit die Kriterien von gesund und ausgewogen realisiert werden. Hier liegt unseres Erachtens eine zentrale Stellschraube, wenn wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Grundbedürfnisse Essen und Trinken bei Schülerinnen und Schülern gestillt werden sollen. Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung lädt in wenigen Tagen am 23. September zum wiederholten Mal zum Hessischen Schulverpflegungstag ein und hat zahlreiche Handreichungen, Empfehlungen und Angebote für Schulen, Caterer und sonstige Interessierte. Es ist also nicht so, dass wir in Hessen bei Null anfangen, sondern dass es gelingen muss, die Empfehlungen auch umzusetzen. Und hier sehen wir Freien Demokraten das Zusammenspiel von Schulen, aber auch Elternhäusern, die auch eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in der Schule leben müssen. Wir sehen die hier in der Verantwortung. Wir benötigen praxistaugliche Regelungen und keine neuen Arbeitsgruppen oder bürokratische Hemmnisse. Denn neben dem Angebot und der Qualität wird auch deutlich, dass das gemeinsame Erleben zum Erlernen von richtigem, gesunden Essverhalten führen kann. Und dies gilt gerade mit Blick auf die Ganztagsangebote in Grundschulen. Denn Ernährung ist weit mehr als die Frage, wie der momentane Hunger gestillt werden kann. Vor diesem Hintergrund und den bereits existierenden Fördermöglichkeiten durch das Bildungs- und Teilhabepaket plädiere ich dafür, Sorge zu tragen, dass die Qualität stimmt und vor allem ein wirkliches Ganztagsangebot existiert, welches pädagogisch aufgesetzt ist und z.B. Ernährungs- und Bewegungsfragen integriert hat. Die Frage, ob das Mittagessen kostenfrei sein sollte, kommt erst im zweiten Schritt. Und hier sehen wir auch nicht zwingend die Notwendigkeit, die Gretchenfrage Finanzierung aus dem Sozialbudget oder aus dem Bildungsbudget in den Vordergrund zu rücken, um dann auch noch
den Bund finanziell zu entlasten. Daher sehen wir zahlreiche Fragezeichen beim Gesetzentwurf der LINKEN und sprechen uns dafür aus, das Wohl der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt zu stellen und hier vorrangig zu investieren. Hier gibt es vielfältigen Bedarf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Promny. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Kahn von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! In diesem Hohen Haus geht man oft bei jeder sich bietenden Gelegenheit reichlich unbekümmert und so gar nicht zimperlich mit Begrifflichkeiten wie etwa Populismus um. Deren Apologeten unterziehen sich nicht einmal der Mühe, sich näher mit den in dieser Begrifflichkeit verbundenen semantischen Inhalten auseinanderzusetzen. Sie eint allerdings eines: die Stimme des Volkes, Vox Populi, muss negativ konnotiert werden. Hauptsache, man kann dem politischen Konkurrenten auch ohne Argumentation eins um die Ohren geben. Angemessener politischer Umgangsstil ist das nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei dem Antrag des Gesetzentwurfs der LINKEN könnte man der Versuchung anheimfallen, denselben in der Tat populistisch zu bezeichnen, zumindest aber als parlamentarisch bedeutungslosen Schaufensterantrag. Das vorneweg: der Antrag der LINKEN ist gänzlich verzichtbar und hat auch keinen Sinn, denn mit diesem Gesetzentwurf wird etwas beantragt, was bereits existiert. Jeden weiteren Redebeitrag könnte man sich daher getrost sparen, denn DIE LINKE kramt wieder einmal in ihrer Mottenkiste. Nichts ist ihr lieber, sich mit ihrer Ideologie als das einzig soziale Gewissen auf dieser in ihren Augen so bösen Welt zu präsentieren. Mit Verlaub der LINKEN fehlen mit ihrem Antrag auf ein kostenfreies Mittagessen in ganztagsarbeitenden Schulen Kenntnisse. Für Schüler und Schülerinnen aus Bedarfsgemeinschaften, die bislang 1 € für das Mittagessen zahlen mussten und deren Familien eine solche Gesetzesänderung zusätzlich entlasten könnte, entfällt bereits dieser Beitrag aufgrund eines Beschlusses der Großen Koalition im Bund ohnehin seit dem 1. August diesen Jahres. Der Bund übernimmt die vollen Kosten. Auch das muss den LINKEN offenbar noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Auch im Schulwesen trifft es bereits zu, dass Bedürftigen auf Antrag Kostenübernahmen ohnehin gewährt werden. Der Antrag der LINKEN passt aber auch so gar nicht zu ihrem eigenen Selbstverständnis als sogenannter Anwalt der kleinen Leute, mit dem sie so oft hausieren geht, bei gleichzeitig unverhohlen vorgetragener Verachtung von Menschen anderer gesellschaftlicher Schichtzugehörigkeit. Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf der LINKEN entbehrt zudem nicht einer gewissen Komik. Er würde ausgerechnet die von ihr bekämpften, besser verdienenden Familien entlasten, die bislang den regulären Preis für das Mittagessen gezahlt haben und diese Unterstützung finanziell gar nicht benötigen. Vielleicht sollte DIE LINKE wieder einmal einen Blick in ihre verstaubten blauen Bände werfen, damit sie nicht so irrlichternd hier daherkommen muss wie jetzt, meine Damen und Herren. Der Gesetzentwurf der LINKEN enthält ferner Ungereimtheiten. Ein kostenfreies Mittagessen würde im ersten Jahr – der Kollege May hat dankenswerterweise darauf
eindringlich bereits hingewiesen, 350 Millionen € an Landesmitteln binden und sich jährlich mit steigender Anzahl der Ganztagsschulen entsprechend erhöhen. 350 Millionen € plus, die das Land, linke Tasche, rechte Tasche, aus irgendwelchen anderen Quellen refinanzieren müsste. 350 Millionen Euro plus, die beispielsweise viel besser aufgehoben wären, und zwar bei der Beseitigung des Lehrerkräftemangels oder aber in der Lehrerfortbildung. Nimmt man noch den Wunsch der LINKEN nach einem Schülerticket für alle hinzu, kämen wir bei derzeit rund 759.000 hessischen Schülern auf weitere 277 Millionen €. Ich glaube, man braucht DIE LINKE erst gar nicht zu fragen, woher und von wem sie diese Millionen einzutreiben gedenkt. Verzichten wir ruhigen Gewissens auf bekannte stereotype Antworten der LINKEN. Sie langweilen eher, als dass sie aufregen. Weil es so schön ist, auf welche Gedanken die LINKEN noch so kommen, ein passendes Beispiel. Die Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über die Durchführung der Lernmittelfreiheit lässt doch beim besten Willen nicht den Schluss zu, dass kostenfreie Mittagessen in der Schule viele unter die Lernmittelfreiheit. Das verstehe, wer will. Wir sehen in dem vorliegenden Gesetzentwurf der LINKEN eine, gestatten Sie mir eine Replik auf meine Eingangsbemerkungen, schlicht linkspopulistische Aktion. Hier trifft die negative Konnotation ins Schwarze. Der Gesetzentwurf der LINKEN ist nichts anderes als eine Instrumentalisierung davon überhaupt nicht betroffener bedürftiger Familien und dient nur der eigenen, selbst inszenierten Beweihräucherung. Er ist nicht zustimmungsfähig. Meine übrige Redezeit, meine Damen und Herren, vermache ich einer nun beschleunigenden Abstimmung zu diesem merkwürdigen Vorhaben der LINKEN. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat sich die Abg. Kuhler zu Wort gemeldet. 2 Minuten. Ja, da wurde ich ja dann doch gekitzelt. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also zunächst einmal, es ist schon erstaunlich, Herr Kahnt, mit wie viel Bohai hier Sie einen Antrag abwatschen, die Ihre Fraktion selbst im sachsen-anhaltinischen Landtag gestellt hat. Also da müssen Sie doch mal innerparteilich diskutieren, welche Ausrichtung Sie haben, linkspopulistisch, rechtspopulistisch. Das müssen Sie dann selber diskutieren. Zu der Diskussion, die wir gerade gehört haben. Also, man merkt, bisschen mehr Ruhe, genau, bitte. Man merkt doch, das ist ja auch in Ordnung, Menschen reden, schreiben, bevor man andere hat reden hören. Das machen wir alle, aber das nächste Mal kann man vielleicht dann doch ein bisschen was abändern, wenn sich etwas anders dargestellt hat, als man es erwartet. Denn es ist eben mitnichten so, dass wir nicht wissen, dass es das Bundesbildungs- und Teilhabepaket gibt. Das habe ich ja auch gesagt. Was ich aber noch einmal klarstellen möchte, ist die Frage danach, wen man eigentlich mit so einem Gesetz treffen würde. Nach unserer Ansicht ist ein Bildungssystem gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge, genauso wie Krankenhäuser beispielsweise, Schulen. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Die sollte allen Menschen zugänglich sein, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Einkommen. Und genau das ist sozusagen der Grund, weil eben vermehrt Kinder und Jugendliche sich den ganzen Tag in Schulen aufhalten und dort auch Mittagessen müssen, dass das auch zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört und deswegen auch der Staat und in diesem Fall das Land Hessen, weil es Bildungspolitik ist, übernehmen sollte. Also denken Sie noch einmal Ihre Argumentation gründlich nach. Vielen Dank. Zur Erwiderung der Abgeordnete Kahn von der AfD-Fraktion. 2 Minuten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kollegin Kula, Sie haben eben gerade etwas Schönes gesagt. Und zwar, Sie haben gesagt, Sie beziehen sich auf einen Antrag der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt.
Ich darf hier freundlicherweise anmerken, wahrscheinlich schreiben Sie mancherlei ab. Interessant ist es, dass Sie sogar etwas von der AfD-Fraktion abschreiben. Herzlichen Dank, Sie lernen dazu. Das war vorbildlich in der Redezeit. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Degen von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Frage, ob ein Kind in der Schule zum Mittag isst oder nicht, darf auf gar keinen Fall vom Geldbeutel der Eltern abhängen, meine Damen und Herren. Ich bin auch nicht der Überzeugung, dass die Debatte, die wir heute führen, Herr Kahnt, in die Mottenkiste gehört. Ich denke schon, dass alleine dadurch, dass mehr Kinder und Jugendliche Ganztagsschulen besuchen, die Fragestellung zumindest einmal gerechtfertigt ist, darüber nachzudenken, inwieweit diese Frage, die ich eingangs aufgeworfen habe, nun eingehalten wird oder nicht. Und wir Sozialdemokraten haben da durchaus schon Maßnahmen eingeleitet. Das starke Familiengesetz wurde angesprochen, das die Große Koalition in Berlin auf den Weg gebracht hat und das seit dem 1.7. in Deutschland eben gilt. Und dazu gehören eben eine Ausweitung und Erhöhung des Kinderzuschlags, eine Erhöhung des Schulstarterpakets, eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Lernförderung, auch dann, wenn die Versetzung eben nicht unmittelbar gefährdet ist, und eben der angesprochene Eigenanteil, der eben nicht mehr erhoben wird beim gemeinsamen Mittagessen in Kita und Schule, meine Damen und Herren. Und ich will an dieser Stelle auch deutlich sagen, dass ich da der Großen Koalition in Berlin und insbesondere der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey für diese wichtige Initiative danke, meine Damen und Herren. Darüber hinaus kann es aber sinnvoll sein, wirklich darüber nachzudenken, ob es weitere Maßnahmen bedarf. Auch wenn für Kinder aus Familien, die Zuschüsse bekommen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, diesen besagten Zuschuss gibt oder diese Finanzierung inzwischen, dann gibt es trotzdem einen Graubereich aus Familien, die zwar nicht als bedürftig gelten, die aber mehrere Kinder haben, deren Eltern nicht unbedingt Vermögen nach Hause bringen, wo es durchaus auch eine Belastung ist, hier weiterhin zahlen zu müssen. Und wir reden hier nicht nur über einkommensstarke Menschen, meine Damen und Herren, sondern eben darüber, dass es doch viele gibt, denen das schwerfällt. Und selbst wenn sich die Frage stellt, ob man damit auch Besserverdienende begünstigen würde, meine Damen und Herren, am Ende ist doch das wesentliche Instrument zum Ausgleich die Einkommensteuer, die am Ende darüber entscheidet, wer wie viel am Ende auch zum Gemeinwohl beiträgt, meine Damen und Herren. Zudem kann es sein, dass dieses Programm stigmatisiert. Der Verwaltungsaufwand ist noch immer hoch. Und natürlich kann es auch pädagogisch sinnvoll sein, wenn alle gemeinsam Mittag essen. Es kann sinnvoll sein. Aber, und da muss ich wirklich auch mich mancher Kritik anschließen, Frau Kula, 350 Millionen Euro jetzt einfach einmal im Gesetzentwurf zu nennen, ohne darzulegen, woher die kommen, wie Sie die berechnen, ob da jetzt schon Zuschüsse aus dem Bildungs- und Teilhabepaket drin sind, da sind noch viele Fragen offen. Und auch ich habe großen Zweifel daran, wenn es wirklich um 350 Millionen Euro geht, wie diese finanzierbar sein soll. Und das halte ich in so einem Gesetzentwurf, der möglicherweise Ihrem Plan auch noch in diesem Jahr umgesetzt werden soll, nicht für realistisch, meine Damen und Herren. Überhaupt fehlt es da in diesen fast zwei Seiten etwas an Substanz. Und ich glaube, da muss man noch deutlich, und da freue ich mich auf die Anhörung, nacharbeiten, in welchen Schritten man so etwas möglicherweise erreichen kann, wenn man dieses Ziel will, ob es sinnvoll ist, wie das die Anzuhörenden sehen, ob man einen Zeitplan machen kann bis 2023, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es doch viel zu diskutieren, meine Damen und Herren. Es sind viele Fragen offen. Jetzt muss ich aber sagen, dass das nicht nur zu Ihren Lasten geht. Wir Sozialdemokraten haben eine Anfrage gestellt, schon vor einiger Zeit an den Kultusminister, um eben hier ein paar mehr Fakten zu haben, meine Damen und Herren.
gerade darüber, wie viele Kinder gehen eigentlich in Hessen in den Schulen, essen da zu Mittag. Könnte man erwarten, dass das Ministerium da ein bisschen was weiß, aber nachfragen kann. Meine Damen und Herren, muss ich Sie enttäuschen. Die Antwort ist leider, das wird nicht erhoben. Und uns wurde lediglich mal gesagt, wie viele Kinder überhaupt im Ganztagsprogramm sind. Wir haben gesagt, na ja, welche Programme gibt es denn? Bildungs- und Teilhabepaket oder was ist denn eigentlich schon da, damit man so ein Gefühl dafür hat? Man muss ja nicht alles finanzieren. Was müsste das Land dazugeben? Auch da, meine Damen und Herren, ist die Antwort die zu erwartbare. Das alles sei ja zu Verwaltungsaufwand, man sei nicht zuständig, und das Kultusministerium weiß nichts und will hier auch nichts wissen, meine Damen und Herren. Auch zur Frage, wie das sich in anderen Bundesländern verhält. Frau Kula hat einige genannt. Offenbar konnte sie da leichter recherchieren als der Kultusminister. Auch hier die Frage, meine Damen und Herren, Zahlen zur Finanzierung des Mittagessens liegen nicht vor. Und auch valide und verlässliche Informationen zur Frage, wo das eben in anderen Ländern ist, seien unverhältnismäßig und impliziere einen hohen Verwaltungsaufwand, meine Damen und Herren. Ich frage mich inzwischen wirklich, was für ein demokratisches Verständnis diese Landesregierung noch hat, wenn sie wirklich ja inzwischen jede zweite Anfrage der Opposition mit dem hohen Verwaltungsaufwand beantwortet, meine Damen und Herren. Wenn Sie Gesetzentwürfe für die Regierungsfraktionen schreiben, dann gilt das offenbar nicht. Da haben Sie genug Zeit, genug Verwaltungsmöglichkeiten. Sollten Sie mal mehr ein bisschen auch der Opposition zuarbeiten, damit wir valide Daten für solche Entscheidungen auch haben, meine Damen und Herren. Deswegen zum Schluss übrigens ein erster Schritt, das muss ich ja noch einmal auch sagen, ein erster Schritt wäre wirklich, Hessen würde endlich das Schulobstprogramm der EU umsetzen, meine Damen und Herren, was die GRÜNEN früher mal gefordert haben hier. Das wäre ja schon einmal ein Beitrag überhaupt zu gesundem und kostenfreiem Mittagessen für die jungen Leute an den Schulen. Das wäre einmal ein erster Schritt. Aber darüber hinaus bin ich gespannt auf die Anhörung. Möglicherweise wird die ja mehr Informationen und Fakten zutage bringen, als das Kultusministerium in der Lage ist, uns zu liefern, damit wir wirklich einmal ein Gefühl dafür bekommen, über welche Kosten wir wirklich reden und wie diese möglicherweise zu finanzieren sind. Da bin ich sehr gespannt drauf, meine Damen und Herren. Insofern sind wir der Anhörung offen gegenüber, habe aber ein paar Zweifel, ob das am Ende so schnell zu stemmen ist, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat jetzt der Staatsminister Lorz das Wort. Da müssen Sie aber auch zuhören, Herr Rudolph. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich nehme das Kompliment gerne an, habe aber auch in der Tat umgekehrt keinen Zweifel daran, lieber Herr Rudolph. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf repräsentiert exemplarisch, für welche Politik DIE LINKE in diesem Hause steht, nämlich wilde Versprechungen zu machen, dafür fiktives Geld auszugeben und den Bürgerinnen und Bürgern vorzugaukeln, das Einzige, was der Verwandlung Deutschlands in das Schlaraffenland entgegenstünde, sei der Unwille der anderen Parteien. Ich weiß wirklich nicht, wie man das anders bezeichnen soll als mit dem Wort Populismus. Tut mir leid. In der vergangenen Legislaturperiode hat ein Kollege dieses Hauses ihre Politikideen regelmäßig als Freibier für alle tituliert. Diese Seite des Hauses wird sich noch daran erinnern. Der Kollege Promny lächelt auch wissend. Aber da Sie mir vorhin Goethe zitiert haben, Frau Kollegin Kula, will ich Ihnen mit Heinrich Heine antworten. Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Das stammt aus Deutschland, ein Wintermärchen, und das ist auch genau das, was DIE LINKE in diesem Haus tut, nämlich Märchen erzählen. Dabei hätte dieses Thema in der Tat einen ernsthafteren Umgang mit der Sache verdient. Und ich bin auch dankbar, dass der Kollege Degen zum Schluss auch zum Beispiel diese Tonlage angeschlagen hat. Denn es bestreitet ja niemand, dass das Angebot eines ausgewogenen warmen Mittagessens an allen ganztägig arbeitenden Schulen eine zentrale Rolle für das Wohl der Schülerinnen und Schüler spielt. Und deswegen hat die Landesregierung ein großes Interesse an einer ebenso hochwertigen wie erschwinglichen Essensangebot und leistet auch ihren Part, um die Schulen in dieser Hinsicht zu unterstützen. Wir bieten beispielsweise vielfältige Beratungs- und Fortbildungsprogramme an zu einer guten und gesunden Essensversorgung, zu einer pädagogisch austarierten Gestaltung von Mittagspausen. Und unsere Vernetzungsstelle Schulverpflegung ist dankenswerterweise bereits erwähnt worden. Die haben wir auch erst kürzlich ausgebaut.
Unsere Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen ist erst im vergangenen Jahr in enger Abstimmung mit den Schulträgern überarbeitet worden und gibt vor, dass alle Schulen, die im Ganztagsprogramm des Landes arbeiten, das sind im laufenden Schuljahr immerhin rund 72% mit über 300.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, ein Mittagessen in angemessenen Räumlichkeiten anzubieten haben. Aber, meine Damen und Herren, das alles ändert nichts daran, dass die Zuständigkeit für ein solches ausgewogenes Mittagessen in geeigneten Räumlichkeiten bei den Schulträgern liegt, weil sie nun einmal für die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen sorgen. Insofern verspricht der Gesetzentwurf der LINKEN nicht nur den Eltern, sondern auch den kommunalen Schulträgern das Blaue vom Himmel. Und es ist klar, dass sich niemand gegen ein solches Geschenk wehren würde, aber einfach nur Geschenke zu versprechen, ist eben auch keine Lösung. Der Abgeordnete Degen hat allerdings noch einen interessanten Zungenschlag hineingebracht. Und daran, lieber Rudolph, weil Sie mir so aufmerksam zuhören wollen, will ich Sie dann auch erinnern. Ich habe nämlich angefangen, mich zu fragen, ob sich die kommunalen Schulträger nicht vielleicht doch das eher als ein Dana-Geschenk ansehen würden, wenn ich sehe, wie nonchalant sie etwa mit der kommunalen Selbstverwaltung umgehen und davon ausgehen, dass die kommunalen Schulträger dem Kultusministerium selbstverständlich über die Erfüllung ihrer Pflichten berichtspflichtig sind. Nein, das sind sie eben nicht. Das ist der Grund, warum wir keine genauen Zahlen haben. Und wenn Sie das erwarten, dann müssen Sie die kommunalen Schulträger dazu verpflichten. Das heißt, Sie müssen an dieser Stelle in die Selbstverwaltung eingreifen und Sie müssen von denen verlangen, dass sie für etwas, was kommunale Kernaufgabe ist, dem Land Bericht erstatten. Das mögen Sie mit den kommunalen Schulträgern ausdiskutieren. Aber kommen wir zurück zur Sache. Das Ganze ist auch, hat ja auch dann was mit der Finanzierung zu tun. Na klar, das ist ja genau der Punkt. Das diskutieren wir auch immer mit dem Bund. Man bekommt Geld und dafür hängt man dann am goldenen Zügel. Das muss halt, müssen beide Enden des Zügels dann jeweils mit sich ausmachen. Aber ich will zur Sache zurück. Das Problem oder eines der Probleme bei diesem Vorhaben der LINKEN ist ja auch, dass das eine Einladung zur Verschwendung ist, meine Damen und Herren. Denn es ist doch klar, dass sich für eine kostenlose Leistung erst einmal jeder anmelden wird. Mit der Folge, dass die Caterer entsprechend viel an Essen werden vorhalten müssen. Und wenn das Kind dann aus welchem Grund auch immer doch nicht am Essen teilnimmt, dann ist ein Teil dieses zubereiteten Essens im wahrsten Sinn des Wortes umsonst. Und wohin das führt, nämlich neben Verschwendung auch zu einer Verschlechterung der Qualität, das können Sie genau im Moment im Berliner Schulbetrieb beobachten, meine Damen und Herren. Und das ist ehrlich gesagt auch der Punkt, an dem ich diesen Gesetzentwurf, wie auch so viele andere Vorschläge der LINKEN, am wenigsten verstehe. Und deswegen muss ich auch noch einmal darauf eingehen, obwohl es in der einen oder anderen Rede schon angeklungen ist. Wir reden ja von vornherein nur von einem wirklich geringen Eigenbeitrag, der auch die Wertigkeit des Angebotes herausstreicht und so vermutlich auch die Verbindlichkeit mehr fördert als ein komplett kostenfreies Angebot. Das zeigt alle Lebenserfahrung. Wir sind uns auch völlig darüber einig, dass Eltern, die selbst diesen geringen Beitrag nicht aufbringen können, entsprechend unterstützt bzw. beitragsfrei gestellt werden müssen. Dazu haben wir den finanziellen Ausgleich im Bildungs- und Teilhabegesetz. Sie haben doch gerade selber gesagt, Sie sind sich dessen voll und ganz bewusst. Da können wir auch mit dem Kollegen Degen jederzeit darüber diskutieren, ob man vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann noch eine Verbesserung braucht. Aber mich interessiert, was ist denn mit den anderen? Wieso will ausgerechnet DIE LINKE Hunderte von Millionen von Steuergeldern ausgeben, um damit das Essen für Reiche wie für Arme gleichermaßen zu subventionieren, meine Damen und Herren? Der Großteil des Geldes, das Sie ausgeben wollen, geht an Menschen, die das gar nicht brauchen. Und das verstehe ich noch weniger als die grundsätzliche Ignoranz der Frage, wo das Geld am Ende herkommen soll, weil das Letztere sind wir von Ihnen in den Debatten dieses Hauses durchaus gewöhnt. Aber damit bin ich wieder am Anfang meiner Rede, meine Damen und Herren, und ich glaube, meine skeptische Haltung zu diesem Gesetzentwurf ist hinreichend deutlich geworden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Und damit kann ich feststellen, dass wir am Ende der Aussprache von Top 3 angelangt sind und dass wir, wenn keiner widerspricht, den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Hessisches Gesetz für ein kostenbeitragsfreies Mittagessen in ganztägig arbeitenden Schulen 20/1025 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den KPA überweisen. So machen wir das.